Servus zusammen und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Bros. Juhu auf der Wii Juhu bei Ancient Records Let's Plays. Wir waren im letzten Part in Mortens Presswehenfestung und müssen jetzt in das Zusatzlevel der Sandkuchenwüste, um sie abzuschließen. Und ich sage euch, das ist nicht ohne. Ich habe es schon mal in einem Video gesehen. Ich hoffe, ich krieg's irgendwie hin. Piranha-Pflanzen auf Eis. Hier hängt alles vom Timing ab. Und ihr werdet gleich sehen, was ich damit meine. Die Piranha-Pflanzen schmelzen hier diese Coin-Blöcke weg und bringen dazu dadurch die anderen Blöcke hier zum Runterfallen. Und das ist der entscheidende Punkt, denn die Blöcke fallen darunter, wo man sie gerade nicht brauchen kann. Nämlich hier zum Beispiel diese Röhre hatte ich noch im Gedächtnis zum Glück. Hier ist die erste Starcoin versteckt. Wenn man da zu langsam ist, wird man entweder zerquetscht oder kriegt die Starcoin halt einfach nicht. Die zweite Starcoin müsste irgendwo oben versteckt sein. Ich hoffe, dass es da eine Röhre gibt und dass die nicht zu schwer zu erreichen ist. Ich glaube, hier könnte das sein. Und hier ist es auch. Jetzt muss ich nur noch hier reinkommen, bevor er das Ding abfackelt. Zack, geklappt. Und, ja, das schaut auch nicht so schön aus. Und ich glaube, da muss ich jetzt auch ein bisschen warten, bis ich da hochkomme, weil wenn dieser Coinblock da ist, dann komme ich da gar nicht hoch. Ich warte jetzt auch nochmal kurz, bis die sich hier abgefackelt haben gegenseitig. Also ein bisschen aufgehört haben. Die hören natürlich nicht auf, aber... So können wir unsere Feuerblume behalten. Das war schön skillig, schön knapp. Und jetzt müssen wir die dritte finden und die war so ein... Ich glaube, das war so ein bisschen jumpy. Da müssen wir wirklich oft springen hier. Und wenn wir da zu langsam sind, kriegen wir sie nicht. Und ich hab's verkackt. Ich glaube, ich hab's verkackt. Deswegen renne ich jetzt einfach hier mal raus. Denn auf Anhieb wird das nichts mehr, glaube ich. Die war schon irgendwo hier. Aber ich schau jetzt auch mal. Vielleicht kann ich hier noch ein bisschen was erschummeln. Vielleicht kann ich hier noch was schummeln. Weil diese Piranha-Pflanze können wir töten. Ja, das nützt uns, glaube ich, auch nichts mehr. Nee, da ist schon zu viel kaputt, glaube ich. Wir müssen es irgendwie schaffen, auf den Block da oben zu kommen. Da, wo diese Piranha-Pflanze jetzt gerade sitzt. Das werden wir wahrscheinlich nicht hinkriegen. Ich töte jetzt erstmal alles, was auf meinem Weg liegt. Und das war's auch schon mit dem Töten, denn wir haben unsere Feuerblume verloren. Also werde ich jetzt das Level beenden und wir werden die dritte Starcoin dann im Nachhinein noch suchen. Was heißt suchen? Ich glaube schon, dass sie da oben ist. Ich kann es leider nicht genau sagen. Also hier ist sie zumindest nicht. Damit haben wir das Level schon mal abgeschlossen und wir müssen jetzt die dritte Starcoin noch holen. Und ich sage euch, die ist nicht ohne. Ich glaube, wir müssen bis ganz nach oben springen und müssen dann noch die Starcoin einsammeln und dann natürlich das Level noch beenden. Das heißt, ich werde jetzt einfach nochmal ins Level mit euch gehen und werde, je nachdem wie viele Versuche das braucht, ich werde es jetzt einfach mal komplett live machen. Ich werde jetzt diese Suche nochmal komplett live machen, werde euch da mitnehmen. Weil das schon ein sehr skillabhängiges Level und auch ein timingabhängiges Level ist und... Ja, der Weg ist auch überhaupt nicht übertrieben oder so und führt auch wieder in den Dschungel. Wir können hier nochmal kurz speichern und jetzt holen wir uns die dritte Starcoin. Und ich denke mal, mit einem Flughörnchen wäre es sogar möglich, sie zu bekommen, noch nachträglich. Das haben wir nicht. Wir werden mit der Feuerblume ganz stilecht hier versuchen, sie ganz normal zu bekommen. Wir haben jetzt auch schon den Bonus, dass wir nicht mehr nach den anderen Starcoins suchen müssen, also sie nicht mehr holen müssen. Das heißt, wir können hier jetzt einfach ein bisschen durchrushen und uns dann bei der dritten Starcoin so richtig schön konzentrieren, bevor wir in den Run gehen. Und das ist jetzt auch nicht mehr weit, das ist nämlich schon hier. Das heißt, wir werden jetzt hier einfach nahtlos reingehen. Und da sind wir jetzt schon oben. Nächster Punkt, nächster Punkt. Und da ist die Starcoin und wir haben sie. Und ich töte jetzt diese Pflanze aus Prinzip und dann können wir hier weiter rennen und dann sind wir auch schon relativ schnell am Ziel, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und stilecht mit einem One-Up, einem wunderschönen Dreisprung, holen wir uns die dritte Starcoin und schließen dieses Level und diese Welt ab. Das nehme ich jetzt mal als kurzen Special-Zwischendrin-Part und werde dann im nächsten Part mit der nächsten Welt fortfahren. Warum? Ganz einfach, ich möchte nicht, dass wir jetzt von einer Welt in die nächste springen und dann fehlt da wieder was. Das bringt ungerade Zahlen, das bringt Unglück, das ist nicht schön. Deswegen danke ich euch fürs Zuschauen in diesem etwas kürzer geratenen Part. Etwas sehr viel kürzer wahrscheinlich. Vielleicht haue ich noch irgendwie was dran, wenn mir noch was einfällt. Vielleicht ein paar Highlight-Clips oder vielleicht noch ein Secret Exit, falls es hier einen gibt. Das werde ich jetzt auf jeden Fall noch nachgoogeln.
Und ansonsten nochmal danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, haut einen Daumen rein, lasst ein Abo da. Ist ein guter Tipp, macht Spaß, bringt was. Hier Unterstützung nämlich, wäre echt super von euch. Erzählt es euren Freunden, erzählt es euren Müttern, euren Vätern auch, Brüder, Schwestern, Kinder, wenn ihr habt. Ich hoffe nicht. Oder auch schon, ich weiß ja nicht, wie alt ihr seid. Könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, würde mich interessieren. Wie alt sind meine Abonnenten? Und da bleibt mir noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Stay tuned.